So, der drüben. Ach nee, hier war ja bloß Kazumi. Die sitzt jetzt übrigens auch, da wir ihr eine andere Klamotte gegeben haben, jetzt in dieser Klamotte hier, wie wir sehen. Also es ist tatsächlich so, wenn man neue Klamotten für die Crewmitglieder kriegt, dann sitzen die auch hier an Bord in der neuen Uniform da. So, und die Lebenserhaltung ist jetzt auch offen, denn hier hat sich Thane einquartiert, weil es hier nicht ganz so feucht ist wie im Rest des Schiffes. So, hat auch gleich seine Waffen platziert und hat einen schönen Blick auf den Antriebskern. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Sicher. Wir hatten ja bisher noch keine Gelegenheit dazu. Als wir Sie getroffen haben, sagten Sie, Sie würden sterben. Ja, ich dachte mir schon, dass Sie mehr darüber wissen wollen. Sie müssen sich um den Rest der Crew keine Sorgen machen. Meine Krankheit ist nicht ansteckend. Nicht mal für andere Drell. Sie heißt Kepral-Syndrom. Werden Sie bis zum Ende der Mission einsatzfähig bleiben? Die nächsten 8 bis 12 Monate sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Je mehr Zeit ich in feuchter Umgebung zubringe, desto schneller schreitet die Krankheit voran. Ich halte es für gesichert, dass wir zu dem Zeitpunkt, an dem mein Körper nicht mehr funktioniert, entweder gesiegt haben oder tot sind. So oder so werde ich keine Last für Sie sein. Wo genau liegt das Problem? Mein Volk stammt von einer sehr trockenen Welt. Die meisten von uns leben jetzt auf Kajay, der Heimatwelt der Anar. Dort ist es sehr feucht und es regnet täglich. Unsere Lungen kommen mit der Feuchtigkeit nicht zurecht. Mit der Zeit verliert das Gewebe seine Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen. Das Atmen wird dadurch erschwert. Am Ende ersticken wir. Können die nicht etwas unternehmen? Die Anar haben ein gentechnisches Programm, das irgendwann zu unserer Anpassung führen dürfte. Das Projekt läuft aber erst seit ein paar Jahren. Bis es Früchte trägt, hat mein Körper das Atmen sicherlich längst eingestellt. Dann gehen Sie weg von Kaja oder verwenden Sie Atemgeräte. Drell haben eine enge Beziehung zu den Anar. Wir sind voneinander abhängig. Das Einzige, was wir tun können, ist, unsere Wohnungen im Inneren sehr trocken zu halten. Klingt interessant, denn die Anar und die Drell sind übrigens die Alien-Spezies, die von der Thane abstammt oder zu der er mitgehört. Die haben sehr viel miteinander zu tun. Ich glaube, ich erzähle jetzt mal nicht mehr darüber, das wird nämlich Thane noch selbst tun. Er wird noch mehr darüber erzählen, über die Beziehung zwischen den Drell und den Anar. Ist auch eine ganz interessante eigentlich. Die Anar, wir erinnern uns, das waren die lustigen Wabbligen. Da haben wir einem im ersten Teil geholfen und haben auch noch ein paar andere davon gesehen. Diese quallenartigen Gestalten, die auch eine interessante Art zu reden hatten, wenn sie mit Fremden geredet haben, weil sie dann von sich immer als dieser geredet haben oder diese Person. Können wir hier etwas tun? Die Krankenstation der Normandy ist auf dem neuesten Stand. Nein, danke. Ich bin bereits in Behandlung. Und wenn die klügsten Mediziner des erleuchteten Primats der Anar das Problem nicht lösen können, bezweifle ich, dass ihr Schiffsarzt dazu in der Lage ist. Danke für Ihr Mitgefühl. Glauben Sie mir, es wird meine Leistung nicht beeinflussen. Gut, also wir haben jetzt auch Codex-Einträge, wo wir noch mehr darüber erfahren könnten. Brauchen Sie etwas? Aber die schaue ich mir jetzt gerade mal nicht an. Darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Sicher. Gut, und dann schauen wir erstmal kurz hier. Ah, da haben wir es ja schon. Drell und Hannah. Die Drell leben auf der Heimatwelt der Hannah, richtig? Ja. Ich weiß, dass viele sich schwer tun, die Hannah zu verstehen. Das liegt aber nur daran, dass sie Wesen, die sie nicht kennen, sehr formell behandeln. Wir hingegen kennen sie ziemlich gut. Wenn sie einem Hannah mal so nahe kommen, dass er ihnen seinen Seelennamen verrät, werden sie feststellen, dass sie sehr herzlich sind. Ich dachte, die Hannah verraten nur sehr engen Freunden ihren Seelennamen. Die meisten meiner Aufträge waren für die Hannah. Meine regelmäßigen Kontakte kannte ich ziemlich gut. Seelennamen sind meistens poetisch. Ein Hannah, der für seinen Zynismus bekannt ist, nennt sich dann vielleicht Erleuchtet die Torheit der Tänzer. Hannah kommunizieren über Biolumineszenz. Das ist ein größeres Hindernis als ihre Höflichkeit. Stimmt. Viele Drell haben sich die Augen genetisch modifizieren lassen, um die Signale höherer Frequenzen wahrnehmen zu können. Ich hab's machen lassen. Ich kann zwar dunkelrot und schwarz nicht mehr unterscheiden, aber dafür sehe ich jetzt ultraviolettes Licht als Silber. Klingt cool. Wenn Sie für die Bösen beten, zu wem beten Sie da eigentlich genau? Das kommt auf die Umstände an. Um mein Ziel zu finden, spreche ich mit Amon Kira, dem Herrn der Jäger. Und wenn ich jemanden verteidige, mit Arashu.
Göttin der Mutterschaft und des Schutzes. Und wenn die Zielperson erledigt ist, spreche ich mit Kalahira, der Göttin der Ozeane und des Jenseits. Ozeane haben auf den ersten Blick aber nicht viel mit dem Jenseits zu tun. Bedenken Sie, der Ozean ist voller Leben. Allerdings nicht mit Leben, wie Sie und ich es kennen. Um dort zu überleben, müssen wir unsere Herrschaft über das Festland aufgeben und eine neue Lebensweise akzeptieren. Genauso ist es mit dem Tod. Die Seele muss ihre Loslösung vom Körper akzeptieren. Kann sie das nicht, ist sie verloren. Klingt sehr schön poetisch. Ich muss sagen, ich finde schön, was sie sich da ausgedacht haben, mehr als Glauben für die Drell. Ich wusste gar nicht, dass die Drell mehrere Götter haben. Es ist eine unserer älteren Glaubensrichtungen. Heute hängen viele den Entflammten der Hanar an oder den Philosophien der Asari. Die alten Anschauungen sterben aus. Es gibt so viele Ansätze, den eigenen Platz im Universum zu interpretieren. Wer braucht da schon die Weisheit der Ahnen? Die jüngeren Generationen glauben nicht, dass sie uns bei der Gentechnologie, bei orbitalen Angriffen oder Alienspezies helfen können. Darum geht's auch nicht bei Glauben. Ein Glaube muss nicht bei konkreten Kampfsituationen, wie sie hier beschrieben werden, oder modernen Fragestellungen, die früher vielleicht noch gar nicht aufgekommen sind, konkrete Antworten liefern können, sondern das ist als eine Religion ist eigentlich immer vor allem als moralischer Kompass zu verstehen. Und deswegen finde ich das auch traurig, wenn heutzutage wenn Konflikte durch religiöse Unterschiede entstehen. Weil gerade bei den monotheistischen Religionen ist der Unterschied eigentlich gar nicht so groß zwischen den Religionen. Das moralische Grundgebilde ist oftmals exakt dasselbe. Wirklich exakt dasselbe. Nur die kulturellen Unterschiede drumherum sind halt dann anders. Und es ist auch immer auf den Kontext bezogen, in welchem Umfeld die Religion entstanden ist. Zum Beispiel ist der Islam an sich eine unglaublich friedliche Religion und hat sehr schöne ethische Moralansichten. Und er ist nur deshalb teilweise oder in Teilen kriegerisch geprägt, weil er in einem kriegerischen Umfeld entstanden ist, in dem Mohammed und sein Volk, das er angeführt hat, mussten sich der Feinde erwehren, das wollte ich sagen. Und das ist einfach dann, ja, also ich finde das dann immer traurig, wenn solche Sachen, bei denen man eigentlich, wenn man ein bisschen nachdenkt, weiß, dass es eigentlich nur kontextuell da entstanden ist, dass man das dann so in den Vordergrund schiebt. Eigentlich ist das Wichtige wirklich die Vermittlung einer Moral. Und das finde ich dann auch traurig, wenn das nicht erkannt wird. Gut, nochmal die Upgrades. Wir brauchen die bestmögliche Ausrüstung, um es mit den Kollektoren aufzunehmen. Haben Sie irgendwelche Hinweise, die ich verfolgen könnte? Mein altes Kontaktnetzwerk hat oft seltene Ausrüstung für mich aufgespürt. Soll ich mit Ihnen mal in Kontakt treten? Ja, mal sehen, was Sie haben. Gut, haben wir jetzt also noch mehr Schiffsverbesserungen? Was haben wir denn da? Mineralscanner, Station für modulare Sonden. Haben wir das gerade dazu gekriegt? Plus 100% Sondenkapazität. Nee, ich glaube, das hatten wir schon. Nee, doch, das wird das wohl sein, die Sondenkapazität. Klingt gut. Schön. Okay, wir kriegen also jetzt einiges an neuen Upgrades, die wir erforschen können dazu. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie das weiterverfolgen wollen. Na klar doch. Okay, dann haben wir den auch soweit abgerast. Ich muss jetzt gehen. Ich kehre zu meiner Meditation zurück. Mach das. Wir haben sehr meditative Leute dazu bekommen diesmal. Sehr spirituelle. Und ich muss sagen, die Drell sind ein ziemlich interessantes Volk. Leider erfährt man über die nicht so viel. Und wir haben jetzt auch nicht erfahren, warum die Drell eigentlich jetzt auf dem Planeten der Hanar leben und warum sie mit ihnen so sehr verbunden sind. Aber wir haben schon gehört, viele Drell folgen heutzutage dem Glauben der Entflammten. Und die Entflammten sind ja eigentlich die Proteaner, die von den Hanar als ihre Erschaffer angesehen werden. Und ich glaube, das stimmt sogar, weil die Hanar irgendwo von den Proteanern mit Technologie versorgt wurden, oder ohne die Proteaner wären die Hanar, glaube ich, gar nicht zu intelligenten Spezies geworden. Deswegen ist das gar nicht so falsch. Aber die Drell haben das dann assimiliert, oder wurden dann assimiliert quasi von der Hanar-Kultur und haben das dann übernommen. Wir werden noch rausfinden in weiteren Gesprächen mit Thane, warum das eigentlich so ist. Jetzt reden wir aber erstmal mit Miranda. Nochmal danke, Shepard. Dafür, dass Sie die Zeit opfern, mir mit meiner Schwester zu helfen.
Ich hätte Orianna ohne ihre Hilfe nicht rechtzeitig erreicht. Kein Problem. Ich bin froh, dass Niket versucht hat, alles wieder gut zu machen. Danke, dass Sie mich aufgehalten haben, Commander. Sind Sie zufrieden mit der Umsiedlung Ihrer Schwester? Sie hat jetzt, was ich immer für sie wollte. Ein normales Leben. Und die Freiheit, ihren eigenen Weg zu finden. Und sie weiß, dass sie eine ältere Schwester hat. Eine Freundin. Werden Sie wieder mit ihr sprechen? Ich weiß es wirklich nicht. Zum ersten Mal plane ich nicht so weit in die Zukunft. Ich werde nach unserer Mission darüber nachdenken. Ich muss mich konzentrieren und sie braucht Zeit, um sich an ihr neues Zuhause zu gewöhnen. Sie haben mir nie gesagt, worüber Sie gesprochen haben. Ich habe mich vorgestellt. Ihre Familie war schockiert. Sie ist natürlich schnell damit fertig geworden. Sie ist so klug wie ich. Sie spielt Geige. Liebt das Adagio von Nielsens Fünfter, genau wie ich. Sie möchte in der Kolonieentwicklung arbeiten. Hat auch einen Witz darüber erzählt. Sie ist wirklich lustig. Das haben wir nicht gemeinsam. Schon witzig. Ich dachte, Ihnen ging es nur um den Job. Schön, dass da noch irgendwo ein Mensch steckt. Die Mission ist zu wichtig und lässt keine persönlichen Gefühle zu. Trotzdem danke, Commander. Meine Schwester ist wieder in Sicherheit und daran waren Sie maßgeblich beteiligt. Ich werde das nicht vergessen. Gut, haben wir ein paar Punkte abgeräumt und haben jetzt uns auch die Dankbarkeit Mirandas gesichert. Ich habe schon lange nicht mehr so gut gegessen. Ach, ich hätte ja nicht gedacht, dass Rupert es wirklich kann. Ich glaube, die werden noch in Monaten davon schwärmen, dass das Essen jetzt auf einmal gut geworden ist. So, dann wollen wir mal schauen, was Garrison hat. Ich weiß es ja schon, aber ich würde es mir an der Stelle auch denken können, denn wir erinnern uns, derjenige, der Garrus' Einheit verraten hat, ist davongekommen. Shepard, freut mich, dass Sie vorbeikommen. Es gibt da etwas, bei dem ich vielleicht Ihre Hilfe brauche. Erinnern Sie sich an Sidonis? Den Kerl, der mein Team verraten hat? Ich habe eine Spur. Es gibt da einen Experten auf der Citadel. Er heißt Fade. Sein Spezialgebiet ist es, Leute verschwinden zu lassen. Sidonis wurde mit ihm gesehen. Was ist passiert? Wie hat Sidonis Ihr Team verraten? Er hat den Söldnern einen Tipp gegeben und ihnen gesagt, wo unsere Basis liegt. Er hat mich mit einem gefälschten Job weggelockt und dann die Söldner auf mein Team gehetzt. Meine Leute waren völlig unvorbereitet. Sie haben versucht, sie zurückzudrängen. Als ich zurückkam, gab es nur noch zwei Überlebende. Sie haben nicht lange durchgehalten. Alle 10 sind tot und er ist schuld. Was haben Sie mit ihm vor, wenn Sie ihn finden? Ihr Menschen habt eine Redensart. Auge um Auge. Ein Leben für ein Leben. Er schuldet mir 10 Leben und die werde ich mir holen. Sind Sie sicher, dass Sie so vorgehen wollen? Ganz sicher. Ich brauche Ihre Zustimmung nicht, aber ich hätte gerne Ihre Hilfe. Wo finden wir Fade? Ich habe ein Treffen arrangiert, in einem Lagerhaus in der Nähe der Neonmärkte, unten im Sakera-Bezirk. Danke, Shepard. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie die Zeit opfern, mir zu helfen. Machen wir gern, Garrus. Ich meine, für einen Freund kann man sowas schon mal machen, aber dass Garrus immer noch mit dieser Rüstung rumrennt, die der Jäger zerballert hat, ist unglaublich, dass er sich nicht mal eine neue zulegen will. Na gut, also ein neuer Auftrag für Garrus und damit können wir uns runter auf die Maschinendeckebene begeben, wo wir noch mit Grunt und mit Tali reden müssen. Und dann müssten wir für so gut wie jeden jetzt die Gefälligkeitsmission schon antreten können, außer natürlich für die zwei Neuen. Die sind dann noch nicht dabei, aber alle anderen müssten dann sich uns offenbart haben und uns gesagt haben, was sie beschäftigt. Chambers sagt, sie würden alles zerlegen. Ist was nicht in Ordnung? Irgendetwas stimmt nicht, Shepard. Mit mir. Ich bin so angespannt. Ich will unbedingt etwas töten mit bloßen Händen. Mehr als normal, so als hätte ich überhaupt keine Wahl. Als wollte ich... Ach, ich weiß auch nicht. Sehen Sie, warum mache ich das? Was stimmt nicht mit mir? Du bist ein Kroganer. Ja, genau, das steht sogar mit da. Sie sind ein Kroganer. Reine Kroganer sind vielleicht aggressiver als normale. Ich halte das nicht für eine besonders bemerkenswerte Veränderung. Mir egal, ob das normal ist. Ich fühle mich jedenfalls nicht so. Ich bin das nicht gewöhnt, diesen... Lärm. Ich will Kontrolle.
Wenn wir in Bewegung sind und kämpfen, kann ich mich konzentrieren. Aber hier schreit mein Blut, meine Platten jucken. Und selbst sie sind nur störender Lärm. Ich bin eine Tankgeburt. Was ist das? Ja, das Lustige ist, Garrus hat hier zwar so... Garrus sage ich schon, Grunt meine ich natürlich, dass die alle mit G anfangen müssen. Der hat jetzt zwar so seine Probleme und denkt, dass es was mit der Tankgeburt zu tun hat, aber eigentlich ist das Problem viel banaler. Das werden wir aber später noch sehen, wenn wir dann den Auftrag für ihn machen. Wir fragen einen Kroganer, das ist richtig. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann, Grunt. Wir brauchen jemand von Ihrer Spezies, der sich das mal ansieht. Die meisten Außenwelt-Kroganer sind Krieger. Ärzte verlassen unsere Heimatwelt, Tuchanka, nur selten. Ich werde Sie nicht darum bitten, dorthin zu fliegen. Ich krieg das schon in den Griff. Joker kann uns zur Heimatwelt der Kroganer bringen. Jeder im Team muss voll einsatzfähig sein. Danke, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Wut ist für mich ein Mittel der Wahl, keine Krankheit. Auch eine interessante Ansicht. Ja, also wie gesagt, das wird viel banaler, aber wir wollen ja sowieso nach Tuchanka, um Mordins Aufgabe abzuarbeiten. Alles grün auf der Anzeigetafel. Seine die Bedenken zu nehmen. Und da können wir... Oder von Miranda. Ich rede über die, die bedeckt und geschützt sind, nicht über die, die im Wind wippen. Ich weiß ja nicht. Die Uniform von Agentin Lawson ist schon sehr offiziell. Da geht bei mir automatisch alles in Halb-Acht-Stellung. Sie sind so ein Macho. Ja, die zwei sind immer noch total super. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Genau, mit Tuchanka, also da müssen wir ja sowieso hin. Von daher ist das doch okay. Da haben wir gleich zwei Sachen, die wir dort zu erledigen haben. Könnte man sogar in der nächsten Aufnahmesession als nächstes anpeilen vielleicht. Da lasse ich die Sache mit dem Shadow Broker vielleicht erstmal außen vor. Mal schauen, ich weiß es noch nicht. Shepard, freut mich, dass Sie vorbeikommen. Ich brauche vielleicht Ihre Hilfe. Ich habe gerade eine Nachricht von der Migrantenflotte erhalten. Der Admiralitätsrat beschuldigt mich des Verrats. Ich habe Angst, Shepard. Wer Sie kennt, weiß genau, dass Sie niemals Ihr Volk verraten würden, Tali. Ich weiß nicht. Solche Anschuldigungen werden nur vorgebracht, wenn die Beweislage erdrückend ist. Trotzdem danke. Ich weiß Ihr Vertrauen in mich zu schätzen, Shepard. Liegt es daran, dass Sie mit Cerberus zusammenarbeiten? Ich arbeite nicht mit Cerberus zusammen, sondern mit Ihnen. Und ich wurde freigestellt, um wieder auf der Normandy dienen zu können. Ich habe keine Ahnung, was sie mir vorwerfen. Ich müsste mich doch erinnern, wenn ich die Flotte wirklich verraten hätte. Was geschieht, wenn ein Quarianer des Verrats beschuldigt wird? Es gibt eine Anhörung, bei der die Mitglieder des Admiralitätsrats als Richter fungieren. Mein Vater ist ein Admiral dieses Rats. Er muss sich für befangen erklären. Ich will mir gar nicht ausmalen, was er wohl gerade denkt. Die Strafe für Verrat ist Verbannung. Wenn ich verurteilt werde, kann ich nie mehr zurück. Sie haben also keine Ahnung, was man Ihnen genau vorwirft? Nein. Details solcher Anschuldigungen werden meist nicht über offene Kanäle verbreitet. Ich werde erst mehr erfahren, wenn ich bei der Flottille ankomme. Was geschieht, wenn Sie für schuldig befunden werden? Wie gesagt, ich werde verstoßen. Einzelheiten bleiben den Richtern überlassen. Wenn die Tat als tragische Fehleinschätzung gewertet wird, bekommt der Schuldige vielleicht ein kleines Schiff und Vorräte. Nicht, dass das wichtig wäre. Bei einer Verurteilung sehe ich die Migrantenflotte in jedem Fall nie wieder. Also kein Gefängnis? Keine Todesstrafe? Für lange Gefängnisstrafen haben wir gar nicht die Ressourcen. Überwachte Zwangsarbeit ist viel effektiver. Und für Hinrichtungen ist unser Volk einfach zu klein. Ein Verstoßener kann Kinder bekommen. Und die sind dann in der Flotte wieder willkommen. Immerhin, das klingt doch auch ganz nett. Wie oft kommt es vor, dass jemandem von der Flotte Verrat vorgeworfen wird? Sehr selten. Die Tat muss die gesamte Flottille betreffen, nicht nur ein Schiff. Die letzte Angeklagte war Anora Vanya Vasselani, eine Technikerin, die Verteidigungspläne der Flotte an die Batarianer weitergeleitet hatte. Dabei hatte sie gute Absichten. Die Batarianer hatten einen Vertrag für ein Upgrade unserer Systeme. Aber stattdessen haben sie die Verteidigungspläne an Piraten verkauft. Wurde sie verurteilt? Nein, sie hat einen Selbstmordangriff auf die Piraten gemacht und sie zerstört, bevor sie die Flotte angreifen konnten. Sie wurde begnadigt, posthum. Hoffentlich muss ich meine Unschuld nicht auch so beweisen. Wie läuft so ein Prozess ab? Wie schnell müssen sie dort erscheinen? Sie warten eine Weile, damit ich kommen und mich verteidigen kann. Tauche ich nicht auf, findet der Prozess in meiner Abwesenheit statt. Was den eigentlichen Ablauf angeht... Es ist weniger formell als ein Prozess auf der Erde oder auf der Citadel. Wir sind eine Familie. Und ein schlimmeres Familientreffen gibt's eigentlich gar nicht.
Gut, das werden wir dann wohl gleich als nächstes angehen. Wir werden die Quarianer-Flotte sehen. Ist doch auch mal was Schönes. Beziehungsweise wir werden uns sogar dort an Bord begeben. Und ja, wir müssen natürlich Tali irgendwie da aus der Bredouille helfen. Sind schon interessante Methoden, muss ich sagen. Und ich finde es eigentlich immer wieder schön, wie die Mass Effect-Macher es doch geschafft haben, da wirklich die kulturellen Unterschiede doch zu betonen. Auch in der Art und Weise, wie die mit Strafen umgehen zum Beispiel. Ich meine, man hat dann wirklich sich Gedanken gemacht, wie sind die Ressourcen, wie sind die Hintergründe der einzelnen Völker und wie könnte sich das darauf auswirken, wie sie bestimmte Entscheidungen treffen, ne? Ist eigentlich ziemlich cool. Gut, okay, also wie gesagt, das könnte man eigentlich, ich glaube, das machen wir in der nächsten Aufnahme gleich als erstes. Ich meine, Tali, ne? Gut, und dann werden wir ihr sofort helfen. Okay, suchen wir die Flottille. Ich wollte schon eine Passage auf einem anderen Schiff buchen. Ich dachte nicht, dass Sie die Zeit hätten, mir zu helfen. Klar. Danke, Shepard. Ich gebe den aktuellen Aufenthaltsort der Flottille in die Normandy ein. Die Admirale werden schon auf uns warten. Gut, okay. Also, wir gehen an Bord der Flottille oder wir werden uns bei der Flottille dann mit hinbegeben, um der Anhörung beizuwohnen und werden auch ein gutes Wort für Tali dann mit verlieren. Und, was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau. Selbst wenn sie verstoßen werden sollte, sie hat ja auf der Normandy für immer einen vernünftigen Platz. Und an dieser Stelle beende ich mit Blick in die Bucht da unten. Eigentlich sollte da ein Marco stehen. Naja, gut, egal. Mit Blick in die Bucht beende ich mal die Aufnahmesession. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir uns der Hilfsmission für Tali widmen. Und mal schauen, ob wir dann vielleicht danach nach Tuchanka gehen. Das wäre eigentlich eine ganz gute Option, denke ich. Bis dahin, wir sehen uns und tschüss.